So, und da sind wir wieder zurück bei World of Warcraft Classic. Beim letzten Mal hatten wir etwas sehr viel Glück, was Prinzessin anging. Sie wurde, kurz zu Dank, durch jemanden getötet, der sie mir quasi so angespottet hatte. Und, ich habe mich bei dem eben übrigens auch nochmal bedankt. Ich habe den noch, ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt der einzige 60er, der hier gerade in dem Gebiet rumlief. Deswegen, ja, ich habe dann mal irgendwie schnell bedeckt. Und, ja. So. Deswegen läuft. Zumindest hoffe ich, dass das die Person war. Ich habe noch keine Antwort erhalten, aber ich hoffe es einfach. Gut, nun müssen wir Holz holen, Holz sammeln, Holz suchen. Whatever. Ja, einmal gesammelt und sie tauchen vor uns halt nicht mehr auf. Wir müssen halt hier ganz genau gucken. Könnte halt überall sein. Da zum Beispiel. Hälfte hätten wir dann. Ich dachte, ich hätte hier gerade noch was gesehen. Schade. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas noch gesehen, aber nun gut. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Jetzt allerdings noch was. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Ja, um für Hilfe. Noch ein Ziel. Ein bisschen tun sie mir ja auch leid. Aber ich muss näher ran. Wir müssen das leider machen. Die andere Wahl wäre halt nur, dass wir die Quest halt ignorieren. Das hält immer noch auf. Und, naja. Nein. Wollen ja auch vorwärts kommen. Also ich werde sicherlich nicht alle Quests machen. Aber das, was mir möglich ist, werde ich auf jeden Fall versuchen. Ich glaube, wenn ich sage, ich mache alles, das, ich kann das sprengt nicht ein wenig den Rahmen. Ich weiß gar nicht, kann man überhaupt alles machen? In WoW? Also es sei denn, man ist ein Hardcore-Gamer, dann ja. Aber wenn man halt jetzt so normaler Casual Gamer ist. Ich glaube, das ist gar nicht möglich. Einen kompletten 100% Run. Falls überhaupt jemand mal 100% geschafft hat. Also so ein Singleplayer Game, so ist das halt definitiv möglich. Kann ich doch nicht treffen. Aber in MMOs weiß ich jetzt nicht. Ist nicht in der Größe von WoW, wüsste ich es jetzt nicht. Ich glaube, in FF ist es noch relativ
easy. Sofern du dich mit dem Gear und so weiter auseinandersetzt. Weiß ich halt nicht, wie das hier bei der Größe ist mit Addons. So, also mit den Erweiterungen. Ich glaube, hier gibt es kein Holz mehr. Ich glaube, Holz war nur in der anderen Rubrik weiter oben. Musst du einmal hin. Haben sie, glaube ich, gleich 16 Uhr. So, nach dem Part werde ich auf jeden Fall so eine kurze Pause einlegen, weil ich dann einmal mit Vox hier raus muss. Und ja. Vielleicht setze ich mich nachher auch dran und arbeite schon mal an der Endcard für Life is Strange und Witcher 2. Tales muss ich auch noch weitermachen. Stimmt, Tales muss ich noch weiterspielen. Das kann ich vielleicht morgen machen. Weil für Thumbnails und so brauche ich da nämlich noch. Ich habe kein Ziel. Bilder. So wie. Ach, hier, sag mal schnell. Videomaterial, weil ja. Zwei Streams fehlen bei Tales of Arise. Weil ich die nicht runterladen konnte, weil ich da ja die Internetprobleme hatte. Und das da schon hart an der Grenze gewesen ist. Und sie dann gelöscht wurden von Twitch. Deswegen hatte ich da leider nicht mehr die Möglichkeit, die mir runterzuladen. Ich könnte auch nebenbei aufnehmen, aber das belastet mein PC dann doch etwas sehr. Deswegen möchte ich lieber ordentlich streamen können und dann habe ich halt hinterher die Arbeit. Das ist dann halt so. Und dem Bären ist tatsächlich mal entgegen. Weil sonst wäre der Wurf für mich reingerannt. Das war jetzt nicht die optimale Taktik. So. Natürlich wieder. Frage, wo ist das Holz? Hier hinten weiß ich, dass es Holz gibt, weil ich habe schon öfters welches gefunden. Das heißt, öfter welches gefunden mit meinem einen Privatstart hier mal Holz gefunden. Auch noch was. Dann brauchen wir nur noch einen Stapel. Und ein Stapel ist bekanntlich kein Stapel, sagte sie und findet nie wieder einen Holzstapel. Okay, da hinten zu den Murlocs möchte ich eigentlich auch ungern jetzt rein. Da ist der letzte. So, und jetzt haben wir alle. Ah, nee, die Beeren. Die Beeren fehlen. Oh. Na gut, die Beeren sind kein Akt. Beeren kriegen wir hin. Sind ja nur noch zwei.
Dann haben wir alle außer die Westfall-Quest fertig. Das hätte ich echt nicht gedacht. Und Scheiß hätte ich echt nicht gedacht. Jetzt ist halt das Problem, jetzt müssen wir nur noch die Bärchen finden. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, für alles kann ich jetzt gerade leider nicht sorgen, das habe ich gleich kein Mana. Ja, dann finde mal die Beeren. Da wäre jetzt wieder ein Holzstapel. Also Würfe gibt es en masse, Beeren nicht. Merkt euch das. Da ist einer. Wer hat die Beeren gestohlen? Ich würde hier sehen, Fuchs, du hast die Gans gestohlen, aber da es sich nicht um eine Gans handelt und der Fuchs auch nicht dran schuld ist, wäre das sehr sinnfrei. Da ist ein Bär. Nicht mehr tragen. Okay, Inventar ist voll. Dann können wir noch ein bisschen was abgeben. Wir können uns auf jeden Fall nicht beschweren, dass wir kein Zeug haben. Können wir uns definitiv nicht beschweren. Okay. Hier müssen wir einmal hin. Braucht ihr Hilfe? Ach, aber siehe erstmal müssen wir ja was verkaufen. Braucht ihr etwas? Auf dann! Erstmal müssen wir was verkaufen. War ja das Problem. Wir sind fast Stufe 10. Ich liefere nur feinste Waren. Das freut mich. Seid vorsichtig. Okay. So. Dann können wir die Quest jetzt abgeben. Seid gegrüßt. Der Termin kommt immer näher, Magier. Beeilt euch bitte und holt diese Holzbündel. Haben wir bereits. Exzellent. Dank euch sollte ich die Bestellung rechtzeitig zusammenstellen können. Um euch meine Dankbarkeit zu zeigen, würde ich euch gerne ein paar Münzen als Entschädigung für eure Mühen anbieten. Vielen Dank und lebt wohl. Das Licht segne euch. Juhu. Dann sind wir bei 15. Ich habe fast kein Leinen mehr. Bringt ihr mir welches? Ah ja, das sind schöne Kopftücher, obwohl der Stoff ein wenig rau ist. Hier, bitteschön. Seid vorsichtig. Okay. Aber ich finde das, glaube ich, so schöner. Und die Taille hatten wir ja schon, ja.
Dann gehe ich die beiden Sachen einfach nochmal verkaufen. Aber so knapp reicht es gerade nicht zum... Hallo? Zum Level Up. Man sieht sich. Dann wären wir auf dem Weg zum... zur Brücke nochmal ein paar Viecher töten. In der Hoffnung, dass wir nicht auch welche sind. Ich will mir jetzt nämlich mal angewöhnen, dass ich das nicht immer zum Levelsprung mache. Immer dann, wenn da gerade so ein bisschen nur noch vorhanden ist. Da hinten sind Viecher. Die Kuh brauche ich dafür, glaube ich, nicht töten. Die bringt da, glaube ich, nicht ganz so viel. Fertigkeiten. Steve. Okay. Huch. Und ein Gegner danach noch. Schön. Stufe 10. Haben wir das auch erreicht. Aber das reicht immer noch nicht. Gut. Was kann ich für euch tun? Hallo Aedariel. Habt ihr herausgefunden, was aus Rolf von Malakai geworden ist? Yep. Damit bestätigt ihr meine Befürchtung, Aedariel. Die Murlocs sind eine Bedrohung, die wir nicht länger ignorieren können. Vielen Dank für eure Hilfe, Aedariel. Im Wald muss es irgendetwas geben, das die Tiere so angriffslustig macht. Was auch immer es sein mag. Ich hoffe, es bleibt dort. Berichtet Marshall Dugan, dass Malakai und Rolf ums Leben gekommen sind und teilt ihm auch mit, dass wir die Murlocs in Ostelven mit unserer derzeitigen Truppenstärke hier nicht unter Kontrolle halten können. Ich weiß, dass wir nicht viele überzählige Männer haben, aber vielleicht findet Dugan ja doch jemanden. Das Licht segne euch. Berichterstätten. Beides war Mutter Stonefield. War das andere. Okay. So, ja, dann haben wir jetzt einen wunderschönen Weg zurück. Den ich automatisch aber jetzt einmal laufen werde. Also, ich habe einfach nur ein Lampet gedrückt und zack. Ab geht die Luzi. Habe aber nicht damit gerechnet, dass wir so weit vorankommen heute. Also tatsächlich, für mich ist das weit. Andere sagen wahrscheinlich so, oh Gott, das nennt so weit. Ja, Prost Mahlzeit. Wenn das dein weit ist, dann geh am besten nach Hause. Aber, wie gesagt, ich finde, wir leisten gute Arbeit. Talente.
auf Frost würde ich jetzt sowieso gehen. Frost erhöht die Rüstung und Widerstände von euren Zaubern. Frostrüstung und Eisrüstung. Ja, würde ich einfach mal machen. Rüstung und wir stehen von eurer Rüstung. Rüstung um 30%. Und 20% Frostzauber und Effekte zurückzuwerfen. Okay. Was geht denn da eigentlich ab hier? Also auf jeden Fall nicht bei mir. Also ich wollte ja auf Dinges gehen. Auf Frost. Einmal habe ich die Empfehlung bekommen und zum anderen Frost ist mir tatsächlich meist lieber als Feuer. Hat ein bisschen was aus Final Fantasy noch mit zu tun. Mit den Beschwörungen zum Beispiel. Weil da mag ich die Eisbeschwörungen lieber als die Feuerbeschwörungen. Deswegen, ich favorisiere meistens Eis. Auch wenn es schwächer ist. Grüße. Okay. Das sind beunruhigende Neuigkeiten. Unsere Reihen sind ohnehin schon ausgedünnt. Und dass wir jetzt auch noch Rolf und Malakai verloren haben, macht die Lage noch schlimmer. Wenn sich die Dinge nicht bald ändern, dann wird in ein paar Tagen sogar Goldhain umkämpft sein. Als Dank für eure Gewitztheit und euren Mut gebe ich euch hier einen Gutschein, den ihr gegen ein Rüstungsteil eintauschen könnt. Bringt den Gutschein ins Holzfällerlager des Ostteils zu Sarah Timberland. Wenn ihr den Gutschein gebt, dann stellt sie die Rüstung für euch her. Und wenn ihr sie habt, tragt sie zur Verteidigung von Elven Aidariel. Ziehe den Ehrenfreund. Seid gegrüßt. So. Kobold in der Jaspismine, sagt ihr? Verflucht noch eins. Die Lage wird von Minute zu Minute schlimmer. Vielen Dank für euren Bericht, Daryl. Aber ich wünschte mir, ihr hättet bessere Nachrichten gebracht. Die Garnison an unserer westlichen Grenze berichtet von steigenden Aktivitäten der Gnole und der Diebe. Sie bitten uns um die Entsendung weiterer Soldaten aus Stormwind. Aber wir können einfach keinen entbehren. Wenn ihr helfen könntet, wir könnten die Hilfe wirklich gebrauchen. Geht, sprecht mit Deputy Rainer in der Westrom-Garnison und fragt ihn, was getan werden muss. Garnison liegt an der Straße im Westen. Wenn ihr die Brücke über den kleinen Bach überquert habt, liegt sie auf der rechten Seite. Seid vorsichtig. Okay. Mir auch. Braucht ihr etwas? Elmors Aufgabe. In Stormwind gibt es einen Zwergenwaffenschmied namens Grimmand Elmor, der mal angedeutet hat, dass er Hilfe bei einer Lieferung bräuchte. Ich glaube, er möchte ein Paket in seine Heimat im Norden schicken. Ihr habt da ein paar schöne, kräftige Beine. Falls ihr also an ein wenig Beinarbeit interessiert seid, sprecht mit Grimmand. Wir könnten euch hier unten brauchen, aber wir müssen auch unsere Bande mit den Zwergen stärken. Ihr findet Grimmand Elmor im Waffenladen im Zwergendistrikt von Stormwind im nordöstlichen Teil der Stadt. Man sieht sich. Okay, das ist aber, glaube ich, auch eine rote Aufgabe. Eine sehr rote Aufgabe. Ehre dem König, Freund. Weihnachtszahlen. Ein Foto. Für die Allianz. Warte mal, so. Hallo? Ich möchte aber Koch werden.
Mögen eure Reisen sich. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, aber ich möchte einfach Koch werden. er hat auch eine Aufgabe für mich. Gespräch mit Jenna. Wir Magier haben eine Aufgabe, die erledigt werden muss. Sie ist für die Sicherheit von Stormwind und dem Wald von Elwyn von entscheidender Bedeutung. Genea Kanon kennt die Einzelheiten. Sie studiert im Magier-Sanktum im Magierviertel von Stormwind. Soll ich Alex zu ihr begeben? Schönen Tag auch. Schönen guten Tag. Ja gut, Verwandlung, Wasser herbeizaubern. Machen wir einmal. Frost Nova. Machen wir ebenfalls. Und Frostrüstung machen wir auch. Weil ich will ja auf Frost gehen. Mögen eure Reisen sicher sein. Wo wir übrigens da wieder bei dem Thema wären. Und Frost Nova. Wasser herbeizaubern, Rang 2. Mal damit hin. Andere brauche ich denn ja quasi nicht. So. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt noch einmal schnell nach Stormwind. Machen wir einmal noch ganz, ganz flott. Und machen da einmal das Ding für die Magier. Dann habe ich nämlich auch einen neuen Ausblick für meine Thumbnails. Ja. Wie gesagt, dann muss ich einen kurzen Cut machen. Und dann mal schauen. Vielleicht nehme ich dann noch was auf. Vielleicht rendere ich dann aber auch nur. Weiß nicht, wie viele Parts ich jetzt geschafft habe. Ich glaube, es sind leider auch gar nicht so viele. Muss ich gleich echt mal gucken. Und ja. Also vielleicht schaffe ich es dann in der nächsten Woche nochmal aufzunehmen. Also zurzeit schaffe ich es leider nicht regelmäßig alles hochzuladen. Weil ich halt einfach nicht großartig hinterherkomme zur Zeit. Dadurch, dass ich so viel streame. Ich streame ja, glaube ich, 4 bis 5 Mal die Woche. Und ja, da schaffe ich dann halt und gewisse andere Sachen nicht mehr. Vor allem, weil ich halt den Hund ja auch jeden Tag hier habe. So, dann muss man auch mal wieder ein bisschen unterwegs hin, sodass ich den Hund halt nicht mehr den ganzen Tag hier habe. Wenn dann das Härchen das vielleicht auch mal wieder erledigt. Und mal wieder mit zur Arbeit nimmt. Weil, ja, dadurch geht dann halt auch immer insgesamt Stunde, 1,5 Stunden Gassi gehen mit drauf. Und, ja. Yeah. Da ich ja meistens bis 9 Uhr schlafe. Denn ja auch noch Haushalt und alles. Wäre ich schon manchmal nicht ganz so einfach. Was machst du? Snips. Genau. Hier ist aber jetzt ganz schön viel. Also ganz schön viel. Ein bisschen was los, aber halt echt, ne? Sieht sogar gar nicht mal schlecht aus. Ich habe noch nie so viele Leute hier auf einem Flecken gesehen. So hintereinander weg. Ich hoffe nur, dass wir irgendwann auch mal etwas besser aussehen als das, was wir hier am Leib tragen.
wir müssen einmal da ganz oben hin. Als ich das allererste Mal hier vor ein paar Wochen gewesen bin, dachte ich auch nur so, okay, wo muss ich jetzt hier hin? Weil ich halt einfach keinen Weg da oben gefunden habe. Und wir mussten dann hier durch dieses eine Portal, was dann da ganz oben hockt. Durch dieses hier. Und da ist auch die gute Vena. Oder Jania. Was kann ich für euch tun? Wurde hier geschickt, um mich bei meiner Aufgabe zu unterstützen? Gut. Schön zu sehen, dass junge Magier darauf brennen, unsere Sache zu unterstützen. Was für eine Sache, fragt ihr? Alles zu seiner Zeit. Zu gegebener Zeit werdet ihr es erfahren. Schönen Tag auch. Diese Welt ist gewaltigen mystischen Kämpfen zum Opfer gefallen, die magische Ströme aus einst stabilen Kanälen rissen. Wir haben Mühe, die Auswirkungen dieser Veränderungen herauszufinden. Einige von uns fürchten das Schlimmste. Hier, nehmt dieses Fläschchen. Geht zum Wasserfall des Spiegelsees südwestlich der Tore von Stormwind und holt dort eine Probe des Wassers und bringt sie mir, damit ich die magische Besudelung messen kann. Seid vorsichtig. Okay. Das tun wir doch. Ich werde mich aber tatsächlich einmal hier begeben. Hallöchen. Und werde hier einmal kurz das Ding so machen. Werde das so machen. Und dann haben wir hierfür auch einen Screenshot. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier definitiv beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin. Ciao.